41, Müller und Hoffmann auf BMW. 50, Wegener mit Jakobson auf BMW. 20. Ratisboner Bergrennen in Kelheim. Damals gaben bei den Gespannen noch die BMW-Motoren den Ton an, wie hier Jelinek und Stahl mit ihrer BMW in Zeitlupe gesehen. 46, Emmerich und Wild ebenfalls auf BMW. 53, Haller und Haselbeck mit ihrer BMW. 55, nur Schwärzel und Gleis bevorzugten damals schon einen Zweitakter, eine König. 57, der damals schnellste BMW-Werksmotor von den sechsfachen Weltmeistern Klaus Enders und Rolf Engelhardt. Auch hier in Kelheim 1973 waren sie die überlegenen Sieger. Auch Meyer und Scherer fuhren eine BMW. 43, Fischer und Golesch auf BMW. 54, Schilling und Matthews auf BMW. Den Höhepunkt einer Rennveranstaltung bildeten damals immer die Gespanne, wie hier 1974 in Imola. Die BMW-Gespanne dominierten noch vor den Zweitaktern. Startprobleme mit ihren Zweitaktern hatten die Schweizer Rudolf Kurt und Dane Rowe. 6. Steinhausen und Huber probierten es auch schon mit einer König. 19. Die Österreicher Prügel und Kussberger versuchten es mit einer Rotax. 19. Doch die Zuschauerlieblinge waren damals Otto Haller und Erich Haselbeck sowie Heinz Luttringhauser mit Hermann Hahn. 4. Auch die Belgier Vaneste fuhren auf BMW. Hier wieder Haller und Haselbeck. Die zwei Münchner gehörten in den 70er Jahren zur Weltspitze in dieser Klasse. In Imola belegten die beiden den 5. Platz. Sieger wurde damals das BMW-Gespann mit Enders und Engelhardt, obwohl sie hier beim Überrunden ein wenig aufgehalten wurden. Am 31. August 1974 fand auf der legendären Avus ein Lauf zur deutschen Meisterschaft statt. Auch da warteten die Zuschauer schon voller Spannung auf das Seitenwagenrennen. Aber damals wurden die herrlichen Viertaktgeräusche, die wie Musik in den Ohren der Fans klang, schon weniger. Denn Werner Schwärzel fuhr mit seiner König einen Startzielsieg nach Hause. Das war für die Berliner Motorbootfirma König eine willkommene Reklame. 14. Auch Rolf Steinhausen mit Beifahrer Sepp Huber wurden mit dem umgebauten Motorboot-Rennmotor von König Zweite. Nun eine Zeitlupenaufnahme von Otto Haller und Erich Haselbeck. Zur Freude der vielen Zuschauer konnten sich Heinz Luttringhauser und Hermann Hahn mit ihrer BMW den 3. Platz erkämpfen. Dann die Siegerehrung. Auf Platz 1 Werner Schwärzel und Karl-Heinz Gleis. Den 2. Platz belegten Rolf Steinhausen und Sepp Huber. Den 3. Platz sicherten sich Heinz Luttringhauser und Hermann Hahn. Die Sieger auf der wohlverdienten Ehrenrunde. Einige Beobachtungen auf dem Nürburgring 1974. Hier die Eigenbau-BMW von Horst Tramsen. 30. Die Schweizer Henzi und Gutknecht mit ihrer BMW. 4. Die Brüder Vaneste aus Belgien mit einer BMW. Und die 7 Luttringhauser. Jelinek Stahl ebenfalls auf BMW. 22.
Hier das damals niedrigste Gespann von Rudolf Kurt und Dane Rowe. Haller und Hasselbeck. 1. Enders und Engelhardt, die sechsfachen Weltmeister. 41. Die durchgeschliffene Liederkombi von Karl Lauterbach. Er fuhr bei Egon Schons mit. 1975 wieder in Kelheim beim Ratisboner Bergrennen. Rolf Steinhausen und Sepp Huber mit ihrem langjährigen Mechaniker Oliver. Steinhausen gewann 10 Grand Prix. Er war zweimal Weltmeister, einmal Vize-Weltmeister und zweimal Deutscher Meister. 100. Bei Bergrennen wurde immer einzeln gestartet. Hier Rainer Stein und Volker Ries auf König. 103. Siegfried Schauzu und Wolfgang Karlauch mit ihrer Aro. 97. Eddie Jensen und Erich Schmitz auf König. 106. Die Berliner Horst Glück und Bernd Dawicki natürlich auf König. 89. Eine Yamaha mit Rudolf Reinhardt und Karin Sterzenbach. 95. Fritz Fischer mit Helmut Fleck auf BMW. 101. Luttringhauser und Hahn. Luttringhauser war einmal Deutscher Meister, außerdem konnte er 2 Grand Prix-Siege feiern und einmal war er Vize-Weltmeister. 102. Die Unverwüstlichen, Haller und Hasselbeck. 1973 waren sie deutsche Vizemeister, 1974 WM-Vierte und 1975 wurden sie Zehnte in der Weltmeisterschaft. Mit diesem Zebragespann feierten die beiden ihre größten Erfolge. Otto Haller und Erich Hasselbeck im Gespräch mit Egon Schons 1975 in Frankreich. Startaufstellung in Paul Richard 1975. 2 Schauzu und Karlauch mit ihrer Aro. 4 Luttringhauser Hahn mit der BMW RS. 9 Schons Lauterbach auf BMW RS. 1. Schwertl Kleiss mit der König. 36. Amadeo Zini aus Italien. 49. Hubacher Huber. 8. Rudi Kurt mit Dane Rowe. 27. Boret Boret aus England. 19. 2 Franzosen. 11. Schilling Meyer. 12. Odell Gessling. 5. Wegener Jakobson. 15. Emmerich Wild. Und 6 Haller Hasselbeck. Bei diesem WM-Lauf hatten die BMW-Gespanne keine Chancen mehr. Aber Haller und Luttringhauser sorgten wenigstens für die richtige Musik. Thank you.
Auf dem Salzburgring garantierten die Gespanne Prügel-Kussberger, Haller-Haselbeck für Spannung. Aber auch das Gespann Schons-Lauterbach, Schwärzel-Huber und Schau-zu-Karlau lieferten sich in der Nocksteinkehre harte Kämpfe. So ging es weiter. Die Zweitakter wurden immer schneller und zuverlässiger. Auch in Hockenheim hatten es die BMW-Gespanne schwer. Hier Haller-Haselbeck, Jansen Möller und Neumann Scherer in der Opelkurve. Siegfried Schauzu und Wolfgang Karlauch 1975 auf der Isle of Man, gefolgt von Heinz Luttringhauser mit Hermann Hahn. Dann Ted Jensen und Peter Sales auf ihrer König. Viele tausend Motorradfans pilgern alljährlich auf die Insel, denn dort schien die Zeit stehen geblieben zu sein. 11, Gustav Pape und Kallenberg mit ihrer König. Unglaubliches vollbringen diese Fahrer auf dem gefährlichen Kurs. 8, Haller-Haselbeck. 19, Schons-Lauterbach auf BMW. 3, Luttringhauser BMW 1000 Kubikzentimeter. Hier Rolf Steinhausen und Sepp Huber. Sie gewannen die Klasse 500 Kubikzentimeter auf König. Siegfried Schauzu und Wolfgang Karlauch gewannen die Klasse bis 1000 Kubikzentimeter. Hier die begehrte Trophäe. Seit 1907 wird auf der Isle of Man das wohl berühmteste und härteste Motorradrennen der Welt gefahren. Es ist ein Rundkurs von 60 Kilometern mit unzähligen tückischen Kurven, Brücken, schlecht überschaubaren Hügeln und gefährlichen Ortsdurchfahrten. Walter Ormann und Bernd Grube mit ihrer König in Ramsey. Dann die Engländer Boret Boret auf Yamaha. Le Mans 1976. Dort sah man einen unzufriedenen Erich Haselbeck und einen enttäuschten Otto Haller. Ihr aufsehenerregender Krauser Motor, mit den langen Ansaugtrichtern von Willi Roth konstruiert, funktionierte noch nicht so, wie man es sich vorstellte. Mike Krauser versuchte mit allen Mitteln, seinen Motor konkurrenzfähig zu machen. Doch die Zeit der Viertakter war, wie auch bei MV Agusta, zu Ende. Heinz Luttringhauser und Otto Haller ließen sich nicht so leicht unterkriegen. Dank ihres fahrerischen Könnens blieben sie noch einige Jahre mit ihren BMW-Maschinen zur Freude der Fans ganz vorne dabei. Herbert Haller, immer im Schatten seines Bruders Otto, war auch sehr erfolgreich. Beim WM-Lauf 1975 in Brünn belegte er hinter Schwärzel und Steinhausen den dritten Platz. Auch beim Ratisboner Bergrennen war er vorn mit dabei. Mit seinem Freund und Beifahrer belegten sie den sechsten Platz. Sein Bruder Otto mit Haselbeck auf MKM.
Siegfried Schau zu. Der neunfache Grand Prix-Sieger und Vize-Weltmeister war auch sechsmal Dritter in der WM und sechsmal Deutscher Meister. Hier 1977 beim letzten Ratisboner Bergrennen. Steinhausen und Karlauch mit einer Buschkönig. Dieter Rapp mit Helmut Würz weiter oben am Berg. . 125 Rainer Stein und Hartmut Szymanski mit ihrer Steinkönig RS. . 126 Hermann Huber und Norbert Scherer mit einer Schwärzelkönig. Der alte Haudegen Heinz Ludringhauser mit Hermann Hahn auf BMW. In Silverstone 1979 sah man die Krauser Crew mit Hermann Huber, Bernd Schappacher, Otto Haller sowie Erich Haselbeck und dem Chefmechaniker Helmut Wüst bei den Vorbereitungen zum Rennen. Doch die Yamaha lief nicht so recht. Haller und Haselbeck mussten aufgeben. 1983 zogen sich die beiden ganz vom Rennsport zurück. Rolf Bieland und Kurt Waltisberg mit ihrem schnellen Krauser-Gespann in Frankreich. Daneben der junge Schotte Jock Taylor mit seinem schwedischen Beifahrer Bengt Johansson. Auch Werner Schwärzel mit Beifahrer Andreas Huber waren mit einem Krauser-Gespann am 25. Mai 1980 in Le Castellet am Start. Schwärzel hatte einen sehr guten Start. Er übernahm gleich die Führung, die er fast die gesamte Renndistanz überhalten konnte. Es gab erbitterte Kämpfe zwischen ihm, Bieland und dem Franzosen Michel. Dahinter kämpften die Holländer Streuer Karp und Steinhausen mit seinem englischen Co-Piloten Kenny Arthur um den fünften Platz. Mit der Startnummer 3 Hermann Huber und Beifahrer Rainer Gundl. Sie hatten technische Probleme und fielen somit weit zurück. Hier die Spitzenreiter Bieland und Schwärzel vor dem nun schon überrundeten Huber Gundl. Hier einige Zeitlupenaufnahmen von Bieland Waltisberg und Michel Gerard. Wie hart bei den Gespannen gefahren wurde, zeigen diese Bilder. Start Nummer 39, die Schweizer Holzer und Meierhans. Immer wieder bewundernswert sind die akrobatischen Leistungen der Beifahrer. Auch Steinhausen und Arthur legten sich kräftig ins Zeug. Dann wieder Rolf Bieland mit Kurt Waltisberg. Sie wurden 1979 zum ersten Mal Weltmeister. Doch die Franzosen Michel Gerard wollten an diesem Tag vor heimischem Publikum siegen. Kurz vor Schluss mussten sie dann aber wegen Getriebeschaden aufgeben. . 18. Siegfried Schau zu mit Beifahrer Lorenzo Puzzo. Hier noch einmal die Franzosen Alain Michel mit seinem Co-Piloten Gerard. Start Nummer 1, die späteren Sieger Bieland und Waltisberg von der Firma Krauser gesponsert. 5. Jock Taylor und Bengt Johansson.
42 ein deutsches Gespann mit Höckert und Harold. 44 Robert Moret aus der Schweiz. 46 die Holländer Smith und Brouwer. 2 Michel kurz vor seinem Ausfall. 37 der Japaner Masato Kumano mit seinem englischen Beifahrer Oxley. 19 die Schweden Brodin und Gallröß. 42 noch einmal die Deutschen Höckert und Harold. 44 die Schweizer Robert und Moret. Gewonnen haben in Frankreich 1980 die Schweizer Biland Waltisberg. Den zweiten Platz erkämpften sich nach dem Ausfall von Michel noch Taylor Johansson. Auf Platz 3 kamen die Deutschen Schwärzel und Huber. Sahen in Le Castellet bei herrlichem Wetter ein spannendes Rennen. Die Sieger wurden lautstark gefeiert, egal welcher Nation sie angehörten. Ja, so ist es halt beim Motorsport. Es war sehr heiß an diesem 15. Juni 1980. Das Thermometer zeigte 35 Grad Celsius im Schatten, als vor über 50.000 Zuschauern das Seitenwagenrennen gestartet wurde. Werner Schwärzel und sein Co-Pilot Andreas Huber kamen am besten weg und führten somit das Feld einige Runden an. Ihr krauser Gespann mit dem Ex-Busch-Fahrwerk lief anfangs sehr gut. Die Verfolger waren der Franzose Alain Michel mit seinem deutschen Beifahrer Michael Burkhardt sowie die Holländer Streuer Karp und die jungen Draufgänger Taylor Johansson. Doch nach der Hälfte des Rennens fiel Schwärzel auf den 5. Platz zurück, den er aber bis ins Ziel halten konnte. Taylor und Johansson waren damals die Lieblinge der Zuschauer. Biland Waltisberg gewannen vor Michel Burkhardt und Taylor Johansson. Hier die glücklichen Sieger Rolf Biland und Kurt Waltisberg aus der Schweiz. Dann der sympathische Franzose Alain Michel und sein Beifahrer Michael Burkhardt auf Platz 2. Ein fabelhaftes Rennen fuhr der junge Schotte Jock Taylor mit seinem schwedischen Passagier Bengt Johansson. Sie waren mit dem 3. Platz auch sehr zufrieden. Werner Schwärzel und Andreas Huber mit der Startnummer 5. Jock Taylor mit Bengt Johansson. Startaufstellung zum 3. WM-Lauf 1980 im holländischen Assen. Rolf Steinhausen mit Kenny Arthur. Siegfried Schauzu und Lorenzo Puzzo. Mit der Startnummer 11 Hermann Huber und Rainer Gundel. Zehn Masato Kumano mit Beifahrer Wendel. Acht
1908, Rolf Steinhausen war mit seinem früheren Beifahrer Sepp Huber 1975 und 1976 Weltmeister. 150.000 Zuschauer warteten gespannt auf den Start des Rennens. Das Wetter war für die Jahreszeit zu kühl. Auch Regen war angesagt. Aber das war und ist das typische Assenwetter. Dann der Start. 28 Gespanne begaben sich auf die Jagd nach dem Sieg. Der Kurs von Assen hat eine Länge von 7,7 Kilometer. 14 Runden mussten gefahren werden. Jock Taylor führte das Fahrerfeld an, gefolgt von dem Franzosen Michel. Auch Rolf Steinhausen war anfangs noch vorn mit dabei. Aber Taylor Johansson waren an diesem Tag nicht zu bremsen. Michel und Biland kamen nicht an ihnen vorbei. Werner Schwärzl kämpfte um den 5. Platz. Es war ein spannendes Rennen. Die Zuschauer waren begeistert. Zum Glück aller blieb es trocken. Vor heimischem Publikum belegten Streuer und Karp den 4. Platz. 16, die Engländer Jones und Ayres wurden Dritte. Schwärzl und Huber kamen nur auf den 5. Platz. Den Sieg holten sich die jungen Draufgänger Taylor Johansson. Der 26-jährige Schotte Jock Taylor und sein schwedischer Freund und Co-Pilot Bengt Johansson waren die jüngste Gespannpaarung aller Zeiten. Auch in Belgien und Finnland gewannen die beiden und führten somit die Weltmeisterschaft mit 19 Punkten vor Biland an. Am 10. August ging es im englischen Silverstone weiter. 29, Peter Campbell und Richard Goodwin aus Australien. 5. Werner Schwärzl und Andreas Huber. 6. Bengt Johansson und Jock Taylor, die WM-Führenden. Huber und Gundl. 1. Freude des englischen Publikums setzte sich das englische Gespann mit Jones Ayres vor Taylor Johansson an die Spitze. Rundenlang kämpften die beiden Gespanne um die Führung. Das war wirklich ein Rennen ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Denn die großen Asse wie Biland, Schwärzl und am Schluss auch noch Michel fielen wegen Motorschäden aus. Somit kämpften einmal die weniger erfolgreichen Gespanne vorne mit. 2. Hier die Schweizer Holzer und Meierhans. 24. Dann ein Dreher von Walter Ohrmann und Erich Schmitz. Die beiden Deutschen wurden aber trotzdem noch Siebte. Taylor und Johansson kämpften so verbissen mit den Engländern Jones Ayres, dass sie es kaum merkten, dass der hintere Reifen total aufgearbeitet war. Auf der blanken Felge fuhren sie noch als Zweite über die Ziellinie. Der Mechaniker zeigte stolz den Reifen. Am 17. August ging es in der ehemaligen GSSR in Brünn auf dem alten Naturkurs weiter. Jock Taylor und Bengt Johansson waren damals schon uneinholbare Weltmeister von 1980. In Brünn lief es für Rolf Biland bestens. Er hatte einen guten Start und siegte überlegen vor Michel Burkhardt und seinen Landsleuten Holzer, Meierhans.
Über 250.000 Zuschauer säumten die 11 Kilometer lange Rennstrecke. Die meisten Fans kamen aus der damaligen DDR. Denn das war die einzige Möglichkeit, die westlichen Rennfahrer hautnah zu erleben. Biland Waltisberg siegten vor Michel Burkhardt. 8. Michel Burkhardt und Taylor Johansson. 6. Holzer Meierhans wurden 5. Schwärzel Huber belegten den 9. Platz. 32. Ormann Schmitz kamen auf Rang 10. Die jüngsten Weltmeister aller Zeiten, Jock Taylor und Bengt Johansson, am 26. April 1981 auf dem Salzburgring bei den Vorbereitungen zum ersten WM-Lauf des Jahres 1981. Werner Schwärzel und Andreas Huber hatten sich wieder viel vorgenommen. Die viermaligen Vize-Weltmeister wurden wieder von Michael Krauser unterstützt. Michel und Burkhardt waren auch wieder voller Zuversicht, dass in dieser Saison der WM-Titel winkt. Der Vierzylinder-Zweitaktmotor von Yamaha sollte Rolf Biland 1981 den WM-Titel sichern. Auch Biland wurde von der Firma Krauser gesponsert. Die Weltmeister Taylor Johansson mit ihrem fast unveränderten Gespann. 2. Rolf Steinhausen schaute voller Sorgen in die neue Saison. Mike Krauser, der unvergessene Gönner des Seitenwagensports, hatte immer ein offenes Ohr für die Probleme der Fahrer. Jock Taylor und Bengt Johansson wollten ihren WM-Titel wieder verteidigen. Vom Start weg übernahmen die Schweizer Biland und Waltisberg die Führung. Doch die schottisch-schwedische Paarung Taylor Johansson waren dicht an ihrem Hinterrad und übernahmen in der zweiten Runde die Führung, die sie bis ins Ziel halten konnten. Entbrannte ein harter Kampf zwischen Schwärzel, Michel, Kumano und Stropek. Auch Schautzu und Steinhausen hielten gut mit.
So war dann die Reihenfolge beim Zieleinlauf. Erster Taylor Johansson. Zweiter Biland Waltisberg. Dritter Michel Burkhardt. Vierter Schwärzel Huber. So ging ein schöner Renntag auf dem Salzburgring zu Ende. Die rund 100.000 Zuschauer sahen guten Sport. Und Rolf Biland kam ohne Stiefel zur Siegerehrung. Warum? Das wusste keiner. Dann die glücklichen Sieger Taylor und Johansson. Zweiter Biland und dritter Michel. Eine Woche später, am 3. Mai in Hockenheim, warteten wiederum 150.000 Zuschauer auf den Start der Gespanne. Biland übernahm sofort die Führung, fiel aber nach einigen Runden mit gebrochenem Pleuel aus. Nun kämpften Michel und Taylor um den Sieg. Schwärzel lag an dritter Stelle. Die beiden Spitzenreiter Michel und Taylor schenkten sich nichts. Dicht nebeneinander legten sie sich in die Kurven. Jeder wollte den anderen abschütteln. Doch Michel und Burkhardt gewannen ganz knapp vor Taylor und Johansson das Rennen. Schwärzel und Huber wurden Dritte. Sie gratulierten den Siegern. Nun führte Taylor mit 27 Punkten die Weltmeisterschaft an. Michel hatte 25 und Schwärzel 18 Punkte. Am 27. Juni 81 traf sich der WM-Zirkus wieder in Assen. Schwärzel Huber, Jock Taylor, alle waren sie wieder am Start. Assen ist ja die Hochburg des Motorradrennsports. 150 bis 200.000 Zuschauer säumen dort immer die fast 8 Kilometer lange Rennstrecke. Gespann Taylor Johansson erwischte den besten Start. Auch Schwärzel Huber kam gut weg. Es war ein sehr aktionsreiches Rennen, das an Spannung nichts zu wünschen übrig ließ. Taylor und Johansson bauten anfangs ihren Vorsprung aus. Wieder einige Zeitlupenstudien. Hier Schwärzel Huber, die bereits in der zweiten Runde durch Sturz ausschieden. Gegen Ende des Rennens konnte sich der Franzose Michel noch an Taylor vorbeischieben und gewinnen. Die Schweizer Korbas Hunziker wurden Achte. Die strahlenden Sieger Alain Michel und sein deutscher Beifahrer Michael Burkhardt. Zweiter wurden Taylor und Johansson. Und den dritten Platz schafften noch Biland und Waltisberg. Als wij hier vanuit de Duiventil Ossal aanwezig zijn. En bovendien moet er nog bij gaan komen natuurlijk de combinatie op de derde plaats. Rolf Biland.
Am 2. August 1981 im englischen Silverstone entschied sich schon nach dem Ausfall von Taylor die Weltmeisterschaft für Rolf Biland und Kurt Waltisberg. Michel und Burkhardt wurden Zweite. Die Weltmeister von 1980, Taylor und Johansson, wurden nur Dritte. Auch Schwärzel schaffte es wieder nicht. Aber das sollte sich bald ändern. Ein Jahr später, 1982 in Assen, regnete es. Ein Wolkenbruch jagte den anderen. Als dann der Regen aufhörte und die Bahn anfing abzutrocknen, wussten die drei Radartisten wieder nicht, welche Reifenwahl sie treffen sollten. Jock Taylor und Bengt Johansson waren auch unschlüssig. Damals ahnten die beiden noch nicht, dass dies ihre letzte Saison werden sollte. Mike Krauser machte sich Sorgen um seine Fahrer. Nach langem Hin und Her wurde gestartet. Rolf Biland hatte die richtige Reifenwahl getroffen und gewann das Rennen. Die Zweiten waren Michel und Burkhardt. Schwärzel belegte den dritten Platz. Auch in der WM-Wertung lag er zu diesem Zeitpunkt schon mit 20 Punkten an dritter Stelle. Eine Woche später, am 4. Juli 1982, sahen 120.000 Zuschauer wieder ein spannendes Seitenwagenrennen. Gleich vom Start weg schossen die beiden Gespanne Biland-Waltisberg und Michel Burkhardt dem übrigen Feld auf und davon. Werner Schwärzel lag etwas abgeschlagen auf Platz 3. Rolf Biland fuhr in Francorchamps seinem dritten Sieg in Folge entgegen. Michel und Burkhardt auf Platz 2. Schwärzel und Streuer. Die 28, Ohrmann und Wild, waren auch gut im Rennen. Taylor und Johansson hatten einen sehr schlechten Start. Sie mussten sich von ganz hinten durch das gesamte Fahrerfeld nach vorne durchkämpfen. Michel und Burkhardt hatten dann Pech. Sie fielen mit Kühlerdefekt aus. Inmitten der Meute Taylor und Johansson. Die Deutschen Jelonek Paul wurden 14. Taylor Johansson in Zeitlupe. Das Ehepaar Bingham aus England wurde 9. Thank you.
24. Noch einmal Jelonek, Paul. 26. Monin und Karlauch wurden 8. Hinter ihnen Steinhausen, Hahn. Sie wurden 6. 8. August 1982 in Schweden waren Werner Schwärzl und Andreas Huber sehr zuversichtlich, den WM-Titel zu gewinnen. Denn sie lagen mit nur 5 Punkten hinter Bieland auf dem 2. Platz. Hier passt wieder einmal das alte Sprichwort: Früh übt sich, was ein Meister werden will. Das Fahrerlager von Andersdorp vom Düsenjäger aus gesehen, die Mittagsruhe der Fahrer störten. Alain Michel und Michael Burkhardt bei einem Trainingsstopp. Alles musste natürlich sauber sein. Die WM-Führenden Bieland und Waltisberg. Hier eine der letzten Aufnahmen von Jock Taylor. Denn eine Woche darauf verunglückte er in Finnland tödlich. Bei über 30 Grad Hitze wurde das Gespannrennen gestartet. Bieland schoss als erster in die Kurve. Schwärzl und Michel hinterher. Drei krauser Gespanne an der Spitze. Schwärzl kam seinem ersten und einzigsten WM-Titel immer näher. Monin aus der Schweiz. 15. Rolf Steinhausen mit Hermann Hahn. 8. Egbert Streuer und Bernhard Schnieders aus Holland. 7. Die Franzosen Thomas und Fresk. 6. Kumano Takashima. 25. Jelonek Wagner wurde 9. 12. Stropek Demling. 4. Jones Iris. 2. Michel Burkhardt. 15. Steinhausen, Hahn. 1. Bieland, Waltisberg. 3. Taylor, Johansson. 11. Giesemann, Riedel. Dann die Siegerehrung. 1. Rolf Bieland und Kurt Waltisberg. 2. wurden Werner Schwärzl und Andreas Huber. Sie konnten sich 1982
endlich den lang ersehnten WM-Titel erkämpfen. Taylor und Johansson wurden Dritte. Das war Taylors letzte Siegerehrung. Die Zeit blieb nicht stehen. 1983 gewannen Schwärzl und Huber den DM-Lauf in Zolder. Rolf Steinhausen und Werner Hahn wurden Zweite. Jones Ayres wurden Dritte. Schwärzl und Huber holten sich auch 1983 den deutschen Meistertitel. Die Liste der deutschen Gespannweltmeister ist sehr lang. Über 20 Jahre, von 1954 bis 1976, war der Seitenwagen-Rennsport in deutscher Hand. Steinhausen und Huber waren die letzten deutschen Weltmeister dieser langen Ära. Erst nach einer Pause von 5 Jahren gelang es Werner Schwärzl und Andreas Huber noch einmal, den WM-Titel nach Deutschland zu holen. Schwärzl und Huber waren 6-mal Vize-Weltmeister. Das gab es noch nie. Außer den vielen 3., 4. und 5. WM-Platzierungen konnten die ruhigen und sympathischen Piloten auch 10-mal den deutschen Meistertitel gewinnen. Ich bin eigentlich mit der Saison 85 sehr zufrieden, weil ich habe einen Beifahrer gewechselt. Aus familiären Gründen hat mein früher Beifahrer Andreas Huber aufgehört, mit dem ich 10 Jahre zusammen war. Und somit habe ich einen neuen gesucht und das war Fritz Buck in der Saison. Ich bin sehr zufrieden, weil wir wurden auf Anhieb Vize-Weltmeister und sind im Moment noch an der deutschen Meisterschaft, die ich vielleicht jetzt am Wochenende sicherstellen kann. Hoffentlich sicherstellen kann. Mir fehlen noch 5 Punkte und ich glaube, dass das ohne Ausfall dann reichen wird. Bei uns ist es auch so, dass wir auch sehr auf Sponsoren angewiesen sind und da sind wir in der glücklichen Lage, einen Mike Rauser zu haben, der mich schon jahrelang unterstützt, eigentlich als längster Gespannfahrer, wie ich weiß, unterstützt. Und um diese Sache bin ich eigentlich immer sehr froh, weil es gibt wenig Leute wie Krauser, die was übrig haben für unseren Sport. 1985 zog sich dann Werner Schwärzl als letzter der glorreichen deutschen Seitenwagen-Spezialisten von diesem Sport zurück. Eigentlich schade. 1991, beim Start der Gespanne auf dem Salzburgring, gab es gleich einen spektakulären Unfall. Alain Michel blieb mit Getriebeschaden stehen. Die Schweizer Brüder Zurbrück konnten nicht mehr ausweichen. Mit dem Seitenwagenrad fuhren sie über Michels Heck und überschlugen sich. Beide verletzten sich leicht. Eine Woche danach erklärten sie ihren Rücktritt. Minuten später wurde erneut gestartet. Rolf Biland kam schlecht weg und war nach der ersten Runde an 11. Stelle zu finden. Doch dann rollte er das Feld von hinten auf, wie man so sagt. Die Engländer Webster, Simmons lagen in Führung. Über 80.000 Zuschauer sahen bei schönem Wetter ein schnelles und spannendes Seitenwagenrennen. Die Österreicher bejubelten ihr Gespann mit Startnummer 19, Klaffenböck-Parzer. Verwegen fuhren die Youngster zwischen den etablierten Stars umher und platzierten sich nach einigen Rempeleien auf Platz 4. Das war die Sensation für die nationalbewussten Österreicher. Webster gewann vor Biland und Kumano. Doch die Stars des Tages waren Klaffenböck und Parzer.
Die wahren Sieger wurden vergessen. Alles drängte sich um die jungen Österreicher, die ein Lichtblick für die Zukunft dieses Sports sind. Nur Michael Krauser dachte wohl an die Vergangenheit, als er mit seinem Vater Mike Krauser die Rennen besuchte, wo noch solche Geräusche zu hören waren.